Gut, aus der Formel 1 haben Sie sich schon sicher vorher gekannt, weil der Gerhard ist ja auch schon vorher gefahren und der Senna ist ja bei Lotus gefahren und am Beginn bei Tolman, haben Sie sich sicher gekannt. Aber näher natürlich dann, wenn Sie dann Teamkollegen sind, mehr oder weniger bist du ja fast gezwungen, dass du mit deinem Teamkollegen zusammenarbeitest und dich unter Anführungszeichen aber zu einem gewissen Grad gut verstehst. Also das war auf alle Fälle. Und ich glaube, der Berger und der Senna, die haben sich sogar auf einer persönlichen Ebene auch verstanden. Der Berger hat den Senna sehr oft verarscht. Und der Senna war auch mehr ein bisschen der Trockenere und der hat auf die Schmähs, das hat den derart getroffen, wenn der Gerhard da seine Witze oder beziehungsweise seine Daten gemacht hat, wie er zum Beispiel den Koffer vom Senna aus dem Hubschrauber rausschmeißt. Ich meine, der Senna ist, glaube ich, fast gestorben vor lauter Schock. Und der Gerhard hat sich abgekekst, nicht? Ja, und der Gerhard ist ja der viel konziliantere. Der hat sich ja mit sich reden lassen. Das heißt nicht, dass er dem Senna den Vortritt hat lassen beim Überholen, sondern einfach, es hat sich so ergeben, dass der Gerhard nicht so verbissen war. Gerhard hat seine Talente gehabt, der Ayrton hat seine Talente gehabt, beide waren in einem Top-Auto und ja, also die beiden sind gut ausgekommen. Sonst wären sie ja nicht einmal im gleichen Hubschrauber vom Hotel auf die Rennstrecke geflogen. Da hätte jeder seinen eigenen Hubschrauber gehabt sonst. Ja, das war ein Win-Win. Das heißt, der eine hat vom anderen gelernt. Der Ayrton war ja relativ ernst, nicht? Und der Gerhard war halt der rolle Lausbub. Und das hat sich gut ergänzt, dass der Gerhard auch gesehen hat, alles ist nicht immer nur Gaudi, sondern man muss auch vielleicht einmal sich hinsetzen und mit den Ingenieuren 2 Stunden halt vielleicht einmal über die Abstimmung reden und nicht dann sagen auf die Uhr schon so, Burschen, ich muss jetzt haben, sondern man setzt sich zusammen und arbeitet. Das hat er sicher vom Senna gelernt.